Heute gibt es eine Folge Clash Quest. Und zwar wieder die Liga auf meinem Main-Account. Ich bin gerade 27. mit 35 Stages. Vor mir haben fast alle schon gespielt, außer er hier. Der war auch nur eine Stage mehr als ich. Die Aufstiegszone brauche ich sogar 10 Stages. Okay, was wurde dazu geschafft? 10. 9. Auch 9. Hier auch 9. Weiter unten 7. Ja, okay. Truppen sind okay, würde ich sagen. Also Barbriefel ist natürlich schlecht, Bless ist schlecht. Keine Rockets dabei ist schlecht. Aber alles in allem ist es eigentlich da möglich, ein bisschen was zu holen zumindest. Und ja, dann würde ich auch sagen, gehen wir jetzt auch schon rein. So, und dann schon mal 4er Bomber-Kombo. Die stehen halt gar nicht gut. Aber ich fange trotzdem mal damit an. 2 Locks. Dann habe ich hier 4 Dragons. Da ist das Item auch schon aktiv. Wir spielen mit dieser Hilfe. Goblin können wir noch einen dazu holen. So, hierfür können wir glaube ich fast einen Packer raushauen. Das macht Sinn. So. 89 Leben. Ein einzelner Magier reicht dann nicht. Aber alles andere schon. Ich spiel mal. Oh shit. Nein, das habt ihr nicht gesehen. Ich spiele hier den einzelnen Goblin. So, und jetzt bekomme ich 9 Dragons, würde ich sagen. Und fangen wir halt mit Magiern an. Nochmal Swamps. Das lohnt sich hier noch nicht ganz, glaube ich. Spielen wir mal die Kopf. Jetzt könnte man sich eher überlegen, ob wir mal alle schon Damage bekommen. Da lohnt sich fast mehr die Packer. Ob der mir rüber oder spiele ich die Bombe. Hier die Mage und vielleicht so ein Lock oder sowas. Ja, alles beides. Und da schauen wir mal, wie wir das am besten hinbekommen. Ja, das reicht so. Perfekt, nochmal Babys. Ja, jetzt bräuchte ich halt Luck, die Babys nicht spielen zu müssen. Ja, machen wir mal. So, Goblins und Pepper. Schaut nicht ganz so gut aus, ich muss jetzt eigentlich noch einen Pepper bekommen. Schaut so gar nicht gut aus. Da ist ein Packer. Ein Lock und ein Packer. Nein. Okay, ist nochmal knapp geworden. Magier. Ja, das ist irgendwie so. Ja, das ist immer der Lock. Ist zwar nicht so ganz die Baby Stage, aber. Ja, aufheben hätte ich nicht machen können.
Ich nehme die Magier mit. Jetzt könnte ich eine Baby-Kombo. Ja, okay. Save mal hier noch einen Magier. Ja, jetzt ist noch einer Overkill. Fangen wir mit dem 3 an und dann brauchen wir auch eine große Magier-Kombo. Und ein Magier stirbt. Ich glaube, das nehmen wir dann mal in Kauf. Okay, gebracht hat es jetzt nichts so wirklich. Hier noch und hier noch. Der wird jetzt vielleicht sogar einen Picker spielen auf dem hinteren X-Bow. Der hat nur noch über 2000 Leben. Hier drauf spielen wir auch einen Bäcker. Dann noch hinten drauf. So, dann müssen wir mal den Babyblank sterben lassen. Ich spiele mal einen Lock und dann ist der Baby. Ach, da müssen wir noch fast alles spielen, ich nehme die Packer, weil ich glaube. Okay. Weiß nicht, ob so gut war. So. Ach, puh, ich weiß nicht. Machen wir mal hier einen Lock. Ach, das hätte gar nichts gebracht, das sind ja gar keine Magier, Mist. Ach Gott. Ich bin wieder los. Ja, das geht mir nur mit dem Magier zu Pekka. Ja, 10 Bomber. Und dann ist das Ganze eigentlich auch wieder GG, glaube ich. 2 Loks. Hier reichen 2 Loks für. Dann kann ich den einen hier entfernen. Jetzt von Nacht aufhauen und dann hier die Pfeffer spielen. Oh Gott. 24 HP noch da. Ach man. Ja, und jetzt hier 10 Magier. Da wäre ein Lok vielleicht nicht schlecht gewesen für die Hütte. Nehmen wir die Babys damit. Okay, die holen wir einbringen. Okay, ich hätte mir erwartet. 8 Stages, 3 Defenses, ist aber trotzdem für heute gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Aber es geht noch besser irgendwie. Ich denke, da geht noch was. Aber den Token speichern wir noch auf. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Ich würde mich freuen und ciao!